Herzlich willkommen zu einem neuen Ranking-Video. Für die Spiele, die wir bereits spielen durften, habe ich mir gedacht, erstelle ich meine persönliche Rangliste. Ich bin Steffen, meine Kameraden sozusagen, die mit mir zusammenspielen, haben dann vielleicht noch eine andere Priorität. Wir spielen oft zu dritt, ganz selten nochmal zu viert. Und ja, diese Liste hier, das sind nicht 500 Spiele, wie es bei anderen der Fall ist. Es liegt einfach daran, dass wir auf Deutsch spielen. Hat verschiedene Gründe. Aber jedes Spiel gibt es halt nicht auf Deutsch. Zum Beispiel Kingdom Death Monster hätte ich gerne mal ausprobiert. Gibt es jetzt in der fünften Auflage gefühlt oder vierte nur auf Englisch. Das hatte ich draußen. Too Many Bones seit über anderthalb, zwei Jahren vorbestellt. Ist halt auch immer noch nicht draußen. Wird immer wieder verschoben. Das ist halt sehr ärgerlich. Und ja, deswegen kann ich hier nur von berichten, von den Spielen, die wir ja auf Deutsch gespielt haben. Ich habe hier einen Tiermecker, ich benutze Tiermecker und wir haben eine Rangliste und in dem Fall jetzt S, Must Buy. Hier seht ihr ein Fragezeichen. Das Fragezeichen soll einfach bedeuten, ist es wirklich ein Spiel, das ich kaufen muss, weil ich zwinge niemanden natürlich irgendwie, auch wenn es meine Rangliste ist, Spiel zu kaufen. Also ganz im Gegenteil. Und einige Spiele gibt es vielleicht gar nicht mehr zu kaufen. Deswegen auch ein Fragezeichen. Aber das ist das von dem Niveau her eine Zeile, wo ich uneingeschränkt das Spiel empfehlen kann. Dann haben wir mit A ein sehr gutes Spiel in der Zeile. B ist spielbar, hat die ein oder andere größere Schwäche. C ganz nett für ein, zwei Runden. Und D bedeutet jetzt hier nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Und natürlich, wenn ihr hier auch so Liebhaber von diesen Spielen seid. Aber ich habe es schnell wieder verkauft, aus dem einen oder anderen Grund. Das ist also nicht ein schlechtes Spiel, aber es ist ein Spiel, das uns nicht abgeholt hat. Und wenn Spiele uns nicht abholen, dann werden die sofort wieder verkauft. Und das müssen nicht unbedingt Spiele sein, die wirklich schlecht sind. Fangen wir an mit Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ein kooperatives Spiel, angelehnt an das Computerspiel Assassin's Creed. Man ist in Italien sozusagen und reist in verschiedene Körper und versucht da über mehrere Szenarien das Ganze zu schaffen und zu gewinnen. Hat uns sehr gut gefallen, das Spiel. Man kann das Spiel zwar theoretisch nochmal wieder spielen, aber das war es uns jetzt nicht wert. Ich denke, wir haben alles in dem Spiel gesehen. Und da ist die Wiederspielbarkeit jetzt nicht so ganz groß gegeben, wie wir gesagt haben. Also es gibt eine Erweiterung, die haben wir nicht. Aber für das, was wir erlebt haben, auch für die Spielzeit her, sehr gut. Ja, Destinies. Ja, viele, ich weiß, viele mögen das Spiel. Wir haben es zu dritt, man kann es immer zu dritt spielen. Es hat uns nicht so unglaublich doll abgeholt. Das ist einfach so ein Spiel, das wir, ich glaube, drei, vier Mal auf dem Tisch hatten. Und dann haben wir alle so ein bisschen gesagt, ja, das muss man jetzt nicht unbedingt nochmal auspacken. Also, da geht es für mich in die Kategorie C ganz nett für ein, zwei Runden. Aventuria haben wir relativ viel auf unserem Kanal bereits für gepostet. Es ist für mich ein sehr gutes Spiel, was sich doch relativ schnell rauskristallisiert hat, dass wir es falsch gespielt haben, weil wir im Legendenmodus Decks selbst gebaut haben, weil wir es nicht genau wussten. Das steht auch nicht in den Regeln nicht genau drin. Könnt ihr euch gerne im Videos im Kanal angucken. Deckbau zur im Legendenmodus, warum wir das falsch gespielt haben. Und das Spiel wäre für mich auf jeden Fall so, wenn im Legendenmodus das Deck gebaut werden dürfte. Darf man aber nicht. Und dann ist das Spiel für mich jetzt so. Immer noch sehr gut, auf jeden Fall. Es macht doch immer auch richtig viel Spaß, aber es, allein durch diese Regel rutscht das von hier nach dort. Bloodborne. Bloodborne, das Brettspiel, auch angelehnt an das Computerspiel, war auch gut, also spielbar auf jeden Fall, aber war jetzt kein Spiel, was ich jetzt sagen würde, da würde ich mir über die Grundbox noch mehr von holen. Da fehlte so ein bisschen die Story, Mechanik war ganz nett, aber wir haben es auch nicht ganz durchgespielt. Ich glaube, wir haben einen Fall, ein Abenteuer sozusagen, besteht immer aus drei Abschnitten. Haben wir eins aber nicht gespielt, hab's dann noch verkauft.
Es war aber trotzdem so, dass ich gesagt habe, und dass wir gesagt haben, es war spielbar, aber es war jetzt, das hat uns jetzt hier nicht, es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen nächsten Tag sofort wieder spielen. Das war es nicht. Herr der Ringe, das Reise durch Mittelerde. Als kooperatives Spiel gibt es auch bei Steam eine App, die man auch nutzen kann, ganz gut gemacht. Das Spiel hat uns sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen im Grundspiel. Wir haben dazu, glaube ich, jede uns verfügbare Erweiterung geholt. Das war Stand letztes Jahr, 2022, würde ich sagen, oder Ende 21. Das Problem an dem Spiel ist, mit den Erweiterungen geht es eher hierhin, denn das Spiel ist zu leicht. Wir haben auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt und das Spiel ist einfach viel zu leicht. Ich denke, wenn man das Grundspiel spielt und dann mal Spaß gehabt hat, dann reicht das auch für ein gutes Spiel. Ansonsten ist es weiterhin natürlich spielbar, aber ja, wir brauchten natürlich so ein bisschen, auch ein bisschen Anreiz bei dem Spiel, überhaupt bei Spielen einen Anreiz, das, die Spiele zu spielen, und das ist dann einfach zu leicht gewesen. Dennoch, ein gutes Spiel, auf jeden Fall ein Grundspiel. Dann haben wir Descent 2, sieht man jetzt kaum in dem Bild, das ist für uns auf jeden Fall S-Rating. Descent 2 ist so dieses, für uns auch der Einstieg dauerhaft jetzt auch kooperative Spiele zu spielen. Und das ist das, was ich mal meinte mit dem Must-Buy-Fragezeichen. Es gibt von Descent 2 nicht alle Sachen mehr zu kaufen. Die Sachen sind teilweise auch überhaupt nicht mehr zur Verfügung oder schwer ranzukommen über einen zweiten Sekundärmarkt vielleicht noch. Aber auch da ist es sehr schwierig. Die werden auch teilweise mit Mondpreisen gehandelt, wenn es um bestimmte Erweiterungen gibt. Ich für so eine gewisse Erweiterung weiß ich noch, habe ich für gebraucht, habe ich die gesehen, hat die 150 Euro gekostet. Die normalerweise, wenn man sie kaufen würde, 35 kostet und solche Sachen. Also, das ist jetzt, weil das stand vor 3 Jahren und ich weiß nicht, was die Sachen jetzt kosten, aber das Spiel ist so schwierig noch zu holen, zumindest die Erweiterung etc. Also, die sind noch ein bisschen schwieriger. An sich, das Spiel kooperativ auch, im Gegensatz zu Descent 1, was ich auch gespielt habe, hier kann man das ohne den Overlord spielen. Da spielt er zusammen gegen das Spiel. Das ist das, was wir sehr gerne mögen. Descent 1 fand ich auch schon gut. Descent 2 finde ich noch besser. Und Descent 3 allerdings kommt hier hin. Es werden natürlich vielleicht einige von euch empört sein. Wie kann man das hier entschieden? Ja, das Spiel hat uns nicht abgeholt. Das ist sehr, 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 sehr App-lastig. Ich habe jetzt nichts unbedingt immer was gegen in eine App. Aber man startet im Prinzip sehr lange und sehr oft auf die App. Und auch wenn das Spielfeld sehr opulent ist und die Integration dieser App auch nicht schlecht ist, weil die wirkte flüssig, alles Mögliche, hat uns das einfach nicht abgeholt. Wir haben so ein paar Sachen gespielt. Da war das zum Beispiel ein Punkt, da gab es so Nebenabenteuer, das konnte man nur spielen, wenn man den Charakter des Nebenabenteuers dabei hat. Das kann man ja denken, das macht ja Sinn, weil das ja der Flavor ist. Problem ist daran, wenn man diesen Charakter gar nicht spielen möchte, weil der einfach super langweilig ist. Da muss jemand diesen Charakter spielen. Und wir haben uns den immer angeguckt. Wer spielt den? Eigentlich nichts los zu. Naja, und dann kommt es eben, kam es halt immer wieder zur Situation, das war jetzt nicht einmal, es gibt so drei, vier Situationen, wo dann immer so ein bestimmter Held dabei sein muss. Das hat uns nicht gefallen. Und eben, wie gesagt, sehr oft den Laptop starren, um dann die Sachen davor zu lesen. Haben wir schnell wieder verkauft. Ich kann verstehen, warum Leute das Spiel gut finden. Auf jeden Fall, aber nicht für uns. Beyond the Rift ist so ein Nischenspiel. Gab es mal auf der Spieleschmiede. Haben uns letztes Jahr geholt. Ist so ein kleines Kartenspiel mit einem guten Buch dazu. Es gibt so kleine Abenteuer, die sind dann über verschiedene Szenarien verteilt und man kann, wenn man sich für eine bestimmte Sache im Szenario entscheidet, kann man sozusagen zwei Wege gehen, um dann eben die Spielerentscheidungen wirken sich auf das Spiel auch aus. Aber das ist jetzt nicht opulent, das ist ein nettes Spiel. Wir sind auch nicht ganz durch, hat uns aber von der Mechanik ganz gut gefallen, ist auch schnell, die Regeln schnell zu verinnerlichen. Das ist ein nettes Spiel. Aber ohne tiefgreifende Story und sonst irgendwas. Ja, es hat so eine kleine Schwäche, noch eine größere Schwäche, aber es ist so etwas, das kann man, die kann man ruhig spielen, ist auch nicht so sonderlich teuer. Marvel Champions, ein Spiel, das wir schon sehr viel gespielt haben.
ist ein Living Card Game. Dazu kommen dann eben immer viele Karten jeweils raus, wenn ein neuer Held rauskommt oder neue Erweiterungen oder Kampagnen, dann kommen neue Karten raus, also es wird immer größer. Das Spiel ist für mich im Ranking auf jeden Fall auch A, wenn ihr nicht mit so vielen Spielern spielt. Wenn ihr zu viert spielt, dann ist es eher hier bei B, denn je mehr Spieler, desto mehr Downtime gibt es bei dem Spiel. Das wäre ja nicht mal das unbedingt Schlimmste, sondern es ist dann eben auch noch zuzüglich dazu, dass die Gegner, wenn die dran sind, oft bei uns die Situation entsteht, dass die Gegnerphase einfach nochmal fünfmal so lange dauert wie unsere eigene Phase. Das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Spiel. Es gibt nämlich so eine Mechanik, die nennt sich Nachrüsten. Das haben sie wahrscheinlich aus dem Living Card Game von Herr der Ringe vielleicht genommen, auf jeden Fall auch von Arkham Horror. Und wenn der Gegner also eine Karte hat, die so diese Nachrüstungsfähigkeit hat, dann macht die Karte erst noch was, irgendeinen Effekt. Und Nachrüsten bedeutet, man zieht dann wieder eine neue Karte. Und dann gibt es von diesen Nachrüstenkarten gibt es einige. Es kann also sein, dass du hier Nachrüstenkarte, into Nachrüstenkarte, ihr merkt, was ich damit sagen möchte, dann kommt man aus der Gegnerphase kaum raus. Und wenn ihr dennoch zu viert spielt und ihr seid irgendwie letzter in der Runde, dann seid ihr irgendwie nach 15 Minuten mal wieder dran. Deswegen eher geeignet für zwei oder drei Spieler zu viert, würde ich das darauf nicht spielen wollen. Wir haben diese Nachrüstenkarten übrigens auch rausgenommen, weil sie einfach diesen Gameflow nicht entsprechen und es ist super nervig, davon abgesehen. Gloomhaven, ja, das ist ja dieses klassische Spiel, wo dieser Massenmarkt kooperative Spiele zugänglich geworden ist, meiner Meinung nach, dass hier Verlage erkannt haben, solche Klopper für diese Preise damals, das ja mittlerweile schon Standard ist, kaufen Leute auch so ein Spiel. Das ist etwas, ja, ich hätte wahrscheinlich, als rauskommen ist hier eingerankt, jetzt zwischen diesen beiden, liegt einfach daran, dass wir jetzt nicht mehr 2016, 17 haben, sondern 2023. Da kennt man schon mittlerweile andere Spiele. Und ich habe das Spiel selber nie besessen. Ich habe mitgespielt. Ich würde sagen, 30 Partien, mehr auch nicht. Fand ich natürlich gut. Ja, deswegen lasse ich es auch auf jeden Fall bei A. Aber das, jetzt im Nachhinein, nach diesen ganzen Jahren, ist es für mich nicht S. Gloomhaven, Tracken des Löwen reiht sich hier auch ein. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Gloomhaven hat nämlich auch diesen Abschluss. Das mögen wir auch ganz gern, dass man alles als Spiel auch zum Ende kommt. Hier gab es ja über 100 einzelne Szenarien und hier gibt es irgendwie 25. Und dass man dieses Gefühl hat, dieses Spiel hat man jetzt auch durchgespielt und nicht nach eine Million Partien, dann war das auf jeden Fall gut und ausreichend und dann haben wir das dann eben ja zur Seite gelegt. Aber hat Spaß gemacht. Maschine Arcana ist bei uns auch D schnell wieder verkauft. Auch hier sage ich, es war kein schlechtes Spiel, aber auch nicht, was ich ständig spielen würde. Muss hier natürlich dazu sagen, wir mögen es, wenn es eine Kampagne gibt, wenn es eine Charakterentwicklung gibt. Zum Beispiel bei Gloomhaven, Marvel Champions, zum Beispiel ist das teilweise nur möglich, aber hier Herr der Ringe und so weiter. Und beim Machine Arcana spielt man Einzelszenarien. Und das ist etwas, was ich nicht bevorzuge. Was wir nicht bevorzugen, ist schnell wieder verkauft worden. Mehr kann ich dazu eigentlich sagen. Ja. Mortum ist, ja, das kann ich schon hier einranken. Mortum ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Ist ein schnell gespieltes Spiel mit mehreren kooperativ und man muss halt ja die Geschichte erkunden. Man hat nur gewisse Tage Zeit oder Stunden Zeit, bis man dann am Ende dann so gewisse Fragen beantworten muss. Und ihr müsst euch, man muss gut überlegen, wo gehe ich hin und welche Informationen möchte ich haben, um am Ende halt die Fragen richtig beantworten zu können. Und das hier macht richtig Laune. Mortum ist für mich auf jeden Fall Kategorie S. Sword in Sorcery. Ja. Ich wurde auf das Spiel aufmerksam gemacht worden von der Nische, ein YouTuber. Vorher habe ich von dem Spiel auch nie was gehört. Das ist ein Spiel, es hat glaube ich 60 Seiten Regelwerk ohne Anhang. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber brutal schwer.
hat so ein, zwei ganz kleine Macken, die werden dann von Sword and Sorcery Ancient Chronicles behoben. Also das ist hier im Prinzip keine Erweiterung, sondern das ist wie das hier ein Basisspiel, das geschichtlich, glaube ich, keine Ahnung wie viele Jahre, 1000 Jahre, 500 Jahre vor dem hier spielt. Also das ist auch ein Grundspiel. Und bei dem Grundspiel wurde das alles, was hier noch so ein bisschen Probleme gemacht hat, gefixt. Und das kann ich jedem ans Herz legen, der sich jetzt nicht vor, ja, einer ordentlichen Regelpalette nicht zurückschreckt, der darf sich hier gerne ausprobieren. Ja, okay. Jetzt haben wir noch Arkham Horror, das Kartenspiel. Arkham Horror, das Kartenspiel. Was soll ich dazu sagen? Es ist schwierig einzuordnen, so wie ich das hier sehe. Deswegen habe ich mir gedacht, weil das hier irgendwie nicht ganz passend ist, wenke ich es hier oben ein. Denn dieses Spiel ist Masterclass. Das triumphiert über alle anderen Spiele. Das ist kooperativ 1 mit 15 Sternchen. Dieses Spiel ist natürlich ein Living Card Game, ist es nicht ganz günstig und muss ein bisschen was kaufen. Wir haben, ich glaube, Monate in dieses Spiel an Zeit investiert. Es gibt für uns kein besseres kooperatives Spiel. Es hat Geschichte, es hat Entscheidungen, es hat Deckbau, es hat verschiedene Charaktere, es hat eine super Welt. Und hier muss ich euch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte mal vor 3 Jahren, müsste es mittlerweile her sein, oder 2, hatte ich einfach mal so ein Online-Brettspiel-Date, sage ich jetzt einfach mal. Also, ich war auf einer Online-Seite und habe ich mal nach Spielern gesucht. Es war so ein bisschen gerade Corona, ist gerade ein bisschen abgeflaut und dann war es natürlich, ja, vielleicht nochmal einen oder anderen neuen Spieler kennenlernen, warum nicht? Ja, man spielt sonst immer mit den gleichen. Und dann habe ich da mal so jemanden eingeladen zu mir nach Hause, der ist eigentlich, so von dem, wie ich rüberkomme, ist ein Hardcore-Stratege. Hat nur Strategiespiele gespielt. Er hat jedes Spiel, was er gespielt hat, getrackt. Also jedes Ergebnis aufgeschrieben und kannte auch einfach jedes Spiel. Wenn ich ihn gefragt habe, hast du das gespielt? Ja, hast du das gespielt? Ja, habt ihr auch gespielt. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, was ist denn dein Lieblingsspiel? Und er hat dann zu mir gesagt, pass auf, Steffen, ich spiele ja eigentlich nur Strategiespiele, aber wenn ich mich für ein Spiel entscheiden sollte, was ich am liebsten finde, dann ist es Arkham Horror, das Kartenspiel. Und ich dachte mir, was? Der spielt nur Strategiespiele und das ist sein liebstes Spiel. Und warum ich so ein bisschen aus dem Konzept geraten bin, war, ich besaß das Spiel bereits. Also ich besaß auch diese alte Version, dass man es zu zweit spielen konnte. Weil das wurde das in der neuen Neuauflage. Die bringen ja die Boxen immer als Neuauflage raus. Nur von 1 bis 4 Spielern kann man das jetzt machen. Und vorher musste man, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, musste man sich immer so zwei Basisboxen kaufen. Ich hatte bereits die Basisbox gehabt und wir haben das Spiel gespielt. Und wir waren extrem ernüchternd. Dachten wir, was ist das denn? Wir haben noch gleich im ersten Szenario total auf die Mütze bekommen, haben wir gleich gesagt, was ist das für ein Spiel? Und das war, sage ich mal, zwischen der Aussage, die er getätigt hat und das, als wir das Spiel getestet haben, war ein halbes Jahr. Wir haben ein halbes Jahr das Spiel vorher getestet und dann habe ich das nie wieder angerührt. Und nach dieser Aussage habe ich mir gedacht, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Da kann das nicht stimmen, dass er dieses Spiel auf Platz 1 ratet. Das müssen wir jetzt nochmal rausholen und nochmal antesten. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir was falsch gespielt haben. Und danach gab es die Spritze. Ja. Dann gab es die Suchtnadel. Dann haben wir jedes Produkt gekauft, was es da zur Verfügung gegeben hat. Wir haben jeglichen Inhalt und jeden Content durch. Ja. Wir sind froh, dass es zu dem Spiel immer noch mehr Sachen gibt. Das ist mit Abstand die Nummer 1 bei den Spielen, die wir hier aufgelistet haben und auf Deutsch zur Verfügung stehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr zu diesen Spielen natürlich nochmal eine eigene Erfahrung gemacht habt, immer raus damit. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, hier nicht böse sein, wenn ihr denkt, was ist das hier, D und so. Das ist nicht gerade, es bedeutet nicht, dass das Spiel schlecht ist, deswegen habe ich es extra nochmal hingeschrieben.
Wir haben es einfach nur schnell wieder verkauft, weil es uns nicht angesprochen hat. Gut, bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Bis bald.